Herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Heute nehme ich euch mit auf Weltreise. Wir lassen den Oktober noch mal Revue passieren und wir kümmern uns um die Kürbisse zu Halloween. Viel Spaß! So, während ich hier probiere, den Kürbis Halloween-mäßig zu bearbeiten, guckt ihr euch an, wie es auf Weltreise ist. Frau Senf hat uns erlaubt, mit ihr zusammen sozusagen die Sachen zu packen und an Bord zu gehen. Und die beobachten wir jetzt und die werden wir auch in nächster Zeit immer mal wieder ab und zu im Magazin sehen. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich bin ziemlich neugierig, gern spontan, liebe das Meer, begeisterte Seglerin. Bin jemand, der gerne mit anderen Menschen kommuniziert. Weltweit im Informatikbereich tätig gewesen. Ja, auf der ganzen Welt unterwegs war und überall Freunde und Familie total verstreut hat. Ich starte zu einer Weltreise mit dem Schiff einmal um den Globus von Hamburg nach Hamburg. Ich bin schon mega aufgeregt und freue mich auf die vielen schönen Ziele, auf die netten Menschen. Ich freue mich aber ehrlich gesagt auch auf die vielen Seetage. Einfach schön entspannen, schön relaxen, da schön das Wellnessprogramm in Anspruch nehmen. Das ist ja so der Vorteil, dass du da in deinem Bademantel in 5 Minuten gerade schön hochgeschlappt bist. Ja, und natürlich auch viele tolle Begegnungen. Ich habe auf den Reisen, die ich eben auch mit AIDA schon gemacht habe, immer wieder ganz tolle Menschen kennengelernt. Auch einige, mit denen man immer noch befreundet ist. Dieser Wunsch, einmal an einem Stück um die Welt zu reisen, der ist so groß gewesen. Und wo ich mich dann entschieden habe, okay, ich erfülle mir diesen Wunsch und ich habe meinen Job aufgegeben und werde nach dieser Reise dann halt einen anderen Beruf oder einen anderen Job annehmen, was auch schon glücklicherweise geklappt hat. Aber ich habe meinen Job aufgegeben, um diese Reise zu machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, den Schlüssel für mein neues Zuhause für die nächsten 4 Monate, da freue ich mich natürlich jetzt schon drauf. Ich bin ja schon mal gespannt, wie alles parat ist. Hat schon Momente gegeben, jetzt auch mit diesem Kraftakt, mit diesem Umzug dann den vorher noch hinzubekommen, wo ich wirklich gedacht habe, bist du eigentlich bescheuert? Was machst du ja eigentlich für das? Und ja, es hat auch Momente gegeben, wo ich im letzten Moment gedacht habe, nee, ich storniere den ganzen Kram, um Gottes Willen, ich mache das doch nicht. Ich habe schon viele Reisen alleine gemacht. Wie gesagt, auf so einem Schiff, was so offen ja auch ist in der Kommunikation und wo du nicht irgendwo fest in irgendwelchen Tischen sitzt. Also wenn man da alleine bleibt, dann ist man aber selber schuld. Ich glaube, nee, da mache ich mir überhaupt keinen Gedanken. Da glaube ich, bin ich ganz gut aufgehoben. Das ist meine erste Schiffsreise. Meine erste. Im Prinzip mit der ganzen Familie, Mama, Papa, Oma, alle Kinder und die Freundin von der Oma. Wir sind nervös, wir sind aufgeregt seit Wochen, Monaten. Größte Abenteuer, was ich je gemacht habe. Ganz viele Erlebnisse erwarten wir. Den ganzen Kontinent mal sehen, schön. Ich freue mich besonders auf die Tiere, auch in Afrika und Amerika. Auf Safari. Die Südsee natürlich. In Sydney über die Brücke laufen. Auf die Wasserrutsche. Insgesamt auf Südamerika. Auf Südafrika und meine beste Freundin lebt dort und ja, die werden wir dann auch treffen. Ob Brasilien, Südsee, Osterinseln. So Bora Bora besonders. Oder die Galapagos-Inseln. Das denke ich, das wird total spannend. Das ist mein Sweeney. Und Sweeney begleitet mich schon seit ganz, ganz vielen Jahren auf die ganze Welt oder durch die ganze Welt. Und der muss mit unbedingt auf diese Weltreise. Wenn ich alle Koffer hier lasse, aber der muss mit. In unsere Koffer passt keine Feder mehr. Insgesamt 5 oder 6 Koffer. Garantiert habe ich das meiste Gepäck. Hey, und ich gehe auf in mein neues Zuhause für die nächsten Monate. So, ich schmeiße euch jetzt mal raus und wir sehen uns dann in 4 Monaten wieder. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit in Hamburg. Ich weiß, ich werde sie hier auf diesem Schiff in meinem neuen Zuhause sicherlich haben. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss, Hamburg. We'll be right back.
und sie werden wir weiter begleiten. Das wird richtig spannend werden, denke ich, die nächsten Monate. So, jetzt kommen wir zum Oktoberfest. Viele Gäste haben mich gefragt, sag mal, Oktoberfest, was war eigentlich an Bord los? Und da haben wir für euch immer ein Best-of. Und vor allen Dingen ist es ja die Vorbereitung für die Buchung fürs nächste Jahr, denn auch nächstes Jahr wird es bei uns wieder wunderbare Oktoberfeste geben. Viel Spaß! Ein Servus aus dem Kochstudio. Mein Name ist Franz Schnet und mit mir geht es jetzt an die Töpfe. Und zwar, es wird bayerisch. Ja, Strudel-Workshop. Oberster. Dann Pralinen auf bayerisch ein bisschen. Zwiebelrostbraten mit leckeren Käsespätzle. Herzchen verzieren, individuell beschriften. Kaiserschmarrn. Farewell-Torten. Also es wird lecker hier im Kochstudio. Ran an die Töpfe und auf geht's. 3, 2, 1. Rotzapfis! Das Vormann noch rechts, sind die Schuhe zu eng, zieh sie aus, wirf sie weg. Hör auf dein Herzschlag, wenn du es kannst, du wirst morgen sein, was du hast. Servus, wir sind's, der Christian und der Florian von VoxFlo. Wir sind auf der AIDA und wir haben heute eine Show gespielt, mega war's. Wir sind immer noch so geflasht von diesem Auftritt, das war echt geil. Da hat sich der AIDA sehr gut was einfallen lassen für die Stimmung. Muss man mal so sagen. Super! Also Monster-Chor, danke! Oktoberfest in München? Das können wir alle in Deutschland. Aber das gepaart mit dem riesen Urlaubsgefühl von AIDA Prima. Das können nur wir. Sensationell, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich dachte schon, ich bin auf Mallorca und auf dem Oktoberfest in München, Stuttgart oder sonst irgendwo. Also AIDA Prima Oktoberfest war sensationell. Dann auf jeden Fall Hammerstimmung, mega geil, haben wir schon mal erlebt. Total super. 1000 Träume weit, schwere Luft durch Raum und Zeit, nur mit dir allein. Ich hoffe, ihr seid auch mal mit dabei hier. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf einer AIDA-Reise zum Oktoberfest. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm. Für uns eine riesen Überraschung, weil wir nicht wussten, wer kommt. Da haben die gesagt, die Höhner haben gesagt, nee, die kommen nicht im Original, niemals. Der Himmel mit uns lacht. Komm, wir halten die Welt an, um Geschichte zu schreiben. Da sind wir wieder. Wir sind nämlich Wiederholungstäter. Wir sind wieder an Bord. Die ganze Welt, die Sonne heute. Absolute Weltklasse. Ich spiele selbst in einer Band und wir spielen zur Fastnachtszeit auch den ein oder anderen Song von den Jungs und die mal live zu erleben, das war ganz, ganz toll. Wir kamen an den lieben Gott und jetzt, Jung, mir, go, Hund. Wir danken euch. Habt eine gute Reise. Tschüss, tschüss. Es ist wie immer großartig und wir werden es immer wieder tun. Sehr schön. Danke vielmals! Mann, Mann, ich quäle mich hier ordentlich ab, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir gucken mal, wie die Kollegen vom Food Carving das machen, weil die können es wirklich. Guck mal.
das wird hier nichts mehr. Ich glaube, der geht in die Suppe. Und wenn ihr mehr wissen wollt über uns und wenn ihr sowas auch mal lernen wollt, wie sowas funktioniert, dann geht auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, ihr habt drauf gewartet, die Verlockung der Woche. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Das ist ehrlich gesagt der nicht tollste Kürbis der Welt. Dafür habe ich jetzt für euch die weltallertollsten Bilder von unseren Schiffen mit der schönsten Musik. Und jetzt gruseliges Halloween. Könnt ihr laut, unglaublich.